Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Mein Name ist Glabur und wir verladen jetzt hier weiterhin unseren letzten Baumstamm. Dann ist die Scheiße endlich erledigt. Endlich. Ja, dann fragen sich viele, ey, Glabur, du hast doch gesagt, du wolltest mit dem Kolmer zusammenspielen. Der Kolmer musste sich jetzt erstmal ein neues Mainboard kaufen. Ja? Sein Mainboard ist kaputt. Und der musste sich jetzt erstmal ein komplett neues besorgen. Und das müssen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen entlockern, den ganzen Gedöns. So, dann klappen wir diesen ganzen Gedöns wieder ein. Das sollte eigentlich dann ganz okay klappen. Ja, und auf jeden Fall, wenn er alles erledigt hat und sein Rechner wieder picobello ist, Leute, dann können wir eine Runde daddeln. Wir sind ja auch schon angefangen, haben ein paar Battlefield-Folgen aufgenommen. 3, wohl bemerkt, ja. Die Leute, die dann jetzt hier schauen, haben so ein bisschen schon intern Info. Und da wird aber noch eine ganze Ecke mehr folgen und dann sehen wir damit weiter. So. Ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Okay, wir können die Straße gleich durchfahren, dann kommen wir da gleich hin. Sehr schön. Und dann, wir haben ja das Dingens ausgestellt hier. Einmal ganz kurz zeigen, für die Leute, die vielleicht die letzten Folgen nicht geguckt haben, da. Pflanzen sterben uns aus. Und wir stellen jetzt einfach mal auf 120%. Und, ja, zurück. Und hoffen, dass es schnell dann wieder hell wird. Und die Pflanzen dann fertig sind, wenn wir den ganzen Gedöns weggebracht haben. Dass wir dann anfangen können zu ernten. Und dann müssen wir... was müssen wir dann? Dann müssen wir schon wieder sehen, grubbern, allen Gedöns in dem Sinne. Hier ist nämlich die Milchfirma. Ja. Vielleicht müssen wir auch dahin fahren mal. Sollen wir da mal drauf fahren und einmal das angucken? Wir waren ja hier noch nie. Wir können ja hier einmal ganz kurz gucken, Leute. Einmal hier gerade ein grobes Auge voll nehmen. Okay, da haben wir nichts. Gibt es irgendwas hier? Ja, wir gucken uns das ja einmal grob an. Aber anscheinend... kann man hier nichts machen. Ja. Ich denke zumindest, dass das die Milchfirma sein soll. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Wo müssen wir hin? Links. Alles klar. Hackengas. Und wir gucken mal, wenn es 0 Uhr ist, ob dann der Gedöns abgeholt worden ist, ob wir dann endlich weniger haben. Wir können eh noch mal ganz kurz gucken, wie die Produktion aussieht. Weil die hat ja vorhin in der ersten Folge bei 0 gestanden. Wir haben jetzt 9200 Liter Milch und 80%. 17.000, 21.000, 10.000. Wir haben eigentlich von jedem noch genug. Also darum brauchen wir uns wohl erstmal nicht kümmern. Jetzt bin ich einfach nur froh, wenn dieser Mist endlich erledigt ist, ja. Dass wir diesen Gedöns endlich los sind. Ja. Ich überlege, wie lange ich mich damit jetzt aufgehalten habe. Gut, wir haben nebenbei uns um unsere Kühe gekümmert und andere Sachen, aber Leute, das ist mit den Pflanzen, also mit den Bäumen, eine ganz schöne Aufwand, ja. Klar, man verdient jetzt ein scheißen Geld, das wären jetzt wahrscheinlich, wir haben jetzt 7.000, also ich gehe davon aus, Minimum 27.000 werden wir danach haben. Und ich glaube, so viel hatten wir auch noch nie drauf. Ich weiß es nicht.
Klar, wir hatten mal richtig dicke Stämme drauf, aber 27.000 gehe ich davon aus, werden wir gut haben danach. Könnte man vielleicht schon gucken, ob wir uns neue Geräte besorgen könnten. Ich glaube es zwar nicht, aber wir müssen gucken. Ja, und gleich ist es auch 0 Uhr. Dann bin ich eh gespannt, ob dann unsere Milch abgepumpt wird. Ja, wir müssen dann ja Geld bekommen. So, 0 Uhr, 14.000. Die Milch ist weg, Leute. Von 6.000, habe ich vorhin gesagt. Ja, die Milch ist weg. Das hat mal richtig Schotter gebracht. Richtig geil. Richtig geil. 14.000 jetzt, Leute. Richtig cool. Und jetzt bringen wir hier noch die ganzen Baumstämme weg. Wartet. Da will ich aber diesmal was anderes machen. Und zwar den Kran etwas anheben. So. Dass wir da nicht wieder dieses Problem haben, dass die Baumstämme gleich alle hängen bleiben. Na, warum funktioniert der wieder nicht? Ich meine, der da an der Seite liegt, ne? Müssen wir den jetzt mal so ein bisschen bewegen, oder wie soll ich das verstehen? Oder ist der Zug voll? Ne. Wir haben jetzt 31.000. Ja. Und jetzt müssen wir noch den Zug hier wegbringen. Und Tschüssikowski. So. Wir fahren nach Hause. Oh, es ist Regen angesagt. Na, vielleicht werden dann endlich mal unsere Geräte sauber. Ja. Wäre ja auch mal ein Vorteil. Wenn es hell wird, stelle ich die Zeit wieder normal. Ja, ab nach Hus. 31.000 haben wir jetzt. Bin ich gleich gespannt, was wir gleich noch dazu bekommen. Und nochmal 17.000, sagen wir jetzt einfach mal, dazu bekommen. 48.000 haben wir jetzt schon wieder, Leute. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, ja. Da kann ich mir gleich erstmal einen Hänger kaufen, auf jeden Fall. Ja, dass, wenn wir gleich diese ganze Ernte da einfahren, dass ich auf jeden Fall einen größeren Hänger habe und nicht mehr hier mit diesem kleinen Furzdingen da fahren muss. Das können wir gleich auf jeden Fall machen. Wird schon wieder hell draußen. Oh, ja, es wird hell. Wir können dann einmal... Ach nee, wir gucken erst ganz kurz da, wie weit denn unsere Pflanzen sind. Oh, die ersten Sachen sind fertig, Leute. Also gehen wir jetzt bei... Und stellen auf jeden Fall das Tempo wieder auf 5-fach. So. Zurück. So. Weiter geht's. Ja, die Sachen können ja nicht mehr verdorben. Auf jeden Fall sowas nicht mehr. Und dadurch können wir uns ja ruhig ein bisschen Zeit lassen. Ja, erstmal den Gedöns jetzt hier wieder wegbringen. Dann will ich noch einen großen Hänger holen. Auf jeden Fall. Bin am überlegen, ob wir den alten nicht auch verkaufen. Und da müssen wir mal gucken, weil auch wenn wir den irgendwo dahinter hängen, ja, dieses kleine Pupsding, das werden wir ja eh nicht so großartig mehr merken. Ja, müssen wir gleich mal gucken, was es da gibt. Aber erstmal den Gedöns wegbringen. Also jetzt haben wir echt gut Geld verdient, ne? Also, finde ich zumindest, durch ein bisschen Holz die Milch verkauft. Also jetzt immer um 0 Uhr verkauft sich die Milch. Klar, das wird jetzt nächstes Mal nicht wieder so viel sein, weil wir letztes Mal hat er die Milch ja nicht abgeholt um 0 Uhr. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Ja, wenn wir... mehr Betrieb haben und alles richtig läuft, dann werde ich auf jeden Fall noch mehr Kühe nehmen. Weil Kühe ist wirklich so eine... Du brauchst dich nicht viel drum kümmern. Ja, du fährst ein bisschen Gras ein, kippst es dahin,
Und dann ist die Sache gegessen. Ja. Also das ist ja in dem Sinne Pillepalle. Ja, und die bringen ja wirklich gutes Geld. Und ich glaube, wenn man nachher so 100 Kühe oder so hat, dann geht das schon richtig an die Bresche mit den Kühen. Na, ich habe ja hier keinen Bock, hier nur 20, 30 Kühe zu haben, sondern ich möchte eigentlich schon hier so einen riesengroßen Bauernhof zum Laufen zu bekommen. Klar. Unser Ziel ist es aber auch... Was steht? Ach, da steht der andere... Da steht der Entwurzler drin. Oh, jetzt habe ich falsch gelenkt. Ich papp mal einmal. Das Ding soll auf jeden Fall wieder in eine Scheune, dass der nicht jedes Mal durch die Welt fliegt, wenn ich mich einlocke. So. Oh. Da habe ich die Hauswand geküsst, Leute. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn ihr am Anfang beigeht und da hinten die Wälder abholzt, könnt ihr das meiste Geld damit verdienen. Meine Meinung. So, wir gehen jetzt mal gucken, was wir hier an Kipper kaufen können. Den haben wir. Da gehen 8.500 rein, da gehen schon 21.000 rein. Das wären 24.000, wären 48.000 zwei Stück. Da gehen 32 rein. Ich hätte gern zwei von denen. Bringen den jetzt erstmal weg und verkaufen. Den kaufen wir schon mal. Gut. Den haben wir jetzt schon mal gekauft, weil den brauche ich. Händler. Ja, genau. Ja, mein Plan ist es jetzt auf jeden Fall, den neuen Hänger zu holen, den wir auf jeden Fall brauchen, ja. Also dieses kleine Gummiding hier. Ich hätte gerne gleich zwei gekauft, aber die sind ja doch schon ganz schön happig. Warum ich jetzt den Hänger mitnehme und nicht gleich so auf Verkauf gedrückt habe, wenn wir jetzt da unten sowieso schon hinfahren und ich stelle den in so eine Fläche, bekommen wir mehr für den Hänger. Ja, das ist nicht viel, aber wir bekommen etwas mehr. Ich habe auch gerade schon gedacht, warte mal, das machen wir nochmal. Vielleicht gibt es Sonderangebote, so einen Hänger. Nein, schade. Ja. Schade. Hätte ja sein können, dass wir da einen schönen, billigen Hänger gehabt hätten. Hehehe, habe ich dir die Vorfahrt genommen. Ja. Jetzt muss ich erstmal nur die Fläche finden. Da ist er. Da stellt man ihn rein. Schwupps. Da steht außerdem unser neuer. Schwupps. Dann geht man da hin. Verkaufen. So, jetzt bekommen wir 4.320. Verkaufen. Pingo. Dankeschön. Ich hätte euch das natürlich auch zeigen können, dass sich das eigentlich lohnt, da reinzustellen. Jetzt haben wir wieder 28.000. Wir könnten uns einen Hänger kaufen, aber dann haben wir halt keine Kohle mehr. Zack. Ja, richtig nice, der Hänger. Plane schließen? Lol. Yeah, Leute. Yeah. Ich liebe sowas. Einfach so kleine Details. Das ist einfach klasse. Na, hier hinten gibt es auch eine Anhängerkupplung für Spitor. Können wir nämlich zwei dahinter hängen. Absolut cool. Na, mit Plane auf, Plane zu. Finde ich cool. Ich hoffe nur, dass er den zieht. Ja, ich weiß nämlich gar nicht, ob der Trecker dann schafft, wenn er voll ist. Ja, könnte ich wieder ganz schön die Arschkarte haben. Denke ich zumindest. Könnten wir. Aber werden wir sehen. So, jetzt komm hier den Berg hoch, du alter Schlundenanton. Der quält sich nämlich jetzt schon ganz schön.
Dreht sich der Reifen da nicht? Doch. Das hat gerade so ausgesehen, ne? Okay. Ja, mit dem hier mal richtig Gas machen. Wo müssen wir lang? Wir müssen da lang. Ja, hier gleich richtig Rambazamba machen. Wir brauchen aber das Stroh. Ja, auf jeden Fall. Also Stroh wird abschalten. Nee, das bleibt an, auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall den Stroh haben. Oder das Stroh haben. Ich hoffe nur, dass er jetzt schnell genug die Pflanzen nachwachsen. So, wir werden den hier nämlich auf... Hallo? Hallo? Geht nicht, was ist los? Ach so, ich muss ja erstmal hier den ganzen... Hab ich doch. Alter! Und du musst das mal aufklappen, ey. So, dann lass den mal jucken hier. Oh, Stroh ist an. Ja, das will ich nämlich auch. Leise rieselt der Pups. Ladewagen, nein, wir müssen das Gerät wechseln. Mähwerk. Das Mähwerk stellen wir mal hier hin. Ütsch. Absenken. Ups. Dankeschön. Ja, wir wollen ja jetzt hier mal so ein bisschen Hacking-Gas machen in dem ganzen Kram hier. Hier auch mal wieder ein bisschen Action reinbringen. Und damit sage ich wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator 2015. Bis morgen. Tschüss.